Die Zahlen, die eine große spanische Tageszeitung am Wochenende veröffentlichte, überraschte selbst den einen oder anderen Pessimisten. Das Haushaltsdefizit in Spanien ist weit größer als erwartet, steigt auf ein neues Rekord hoch und Spanien scheint noch weit davon entfernt, wirklich eine Trendwende herbeizuführen. Ob das wirklich so ist, das möchte ich heute wissen von meinem heutigen Gast Frank Benz von der Benz AG, Partner für Vermögen. Herr Benz, was ist eigentlich los in Spanien? Trotz aller Reformbemühungen, trotz aller Sparanstrengungen schafft Spanien einfach nicht die Trendwende. Warum? Gut, man muss natürlich sagen, wir haben ein wirklich großes Problem in Spanien. Das heißt, der Staatshaushalt ist über 5 Jahre einfach in Schieflage geraten, speziell aus dem Immobilien- und Banksektor heraus. Wir haben ungefähr 25-26% Arbeitslosigkeit. Das sind natürlich gewaltige Probleme, die es zu bewältigen gibt. Und ich sage mal, nachhaltig muss natürlich daran gearbeitet werden, die Lohnstückkosten zu senken, was zum einen schwierig ist, weil natürlich die Bevölkerung, die Politik, beide Seiten mitziehen müssen. Und ich denke, solche Rückschläge oder solche Verzögerungen, wie wir sie jetzt hören, auch wenn wir von absoluten Zahlen reden, mit denen müssen wir leben. Tatsache, man muss schauen, dass Spanien die Pakete, die Reformen richtig anpackt in der nahen Zukunft. Ja, mit den Rückschlägen müssen wir leben, aber können wir auch mit den Rückschlägen leben? Denn die US-Ratingagenturen haben bereits angedroht, Spanien weiter herabzustufen. Sind jetzt weitere Herabstufungen überhaupt noch vermeidbar für Spanien? Gut, ich denke, also auch heute wurde von der spanischen Regierung ein größeres Konjunkturpaket angekündigt. Es sollen speziell selbstständige Kleinunternehmen und Mittelstand gefördert werden mit bestimmten Krediten. Man will natürlich auf der anderen Seite mit die EU im Boot haben. Im Moment auf einem Niveau, wenn man sich verschuldet über den Anleihemarkt von 5,4%, was seit 8 Wochen wieder ein neues Hoch ist, klappt es natürlich nicht. Aber man will auf jeden Fall vermeiden, dass man nicht wieder oder erweitert unter den Rettungsschirm muss. Ich denke, die Amerikaner die Ratingagenturen aus Amerika haben natürlich auch etwas an Dynamik verloren. Man ruft da einfach mal was in den Wald, auch wenn wir schon alle wissen, dass wir schon lange im Wald stehen. In Zypern, einem anderen Sorgenstaat der Eurozone, wurde gewählt am Wochenende. Allerdings brachte die Wahl keinen endgültigen Sieger hervor. Droht uns jetzt eine Hängepartie in Zypern? Nein, ich glaube nicht. Wir haben zwar keine absolute Mehrheit durch den Konservativen, den Anastasiadis, aber wir haben eine gute Chance, eine gute Ausgangslage. Er ist anerkannt, er ist verlässlich, was man bisher weiß. Das heißt, wir haben nach 5 Jahren kommunistisch oder kommunistisch geprägten Parteien, wo der Staat sich ums Doppelte verschuldet hat, haben wir momentan relative Chancen, nach vorne zu kommen mit allen Problemen, die es hier noch zu bewältigen gibt. Man sieht es sehr schön, wenn man die zypriotischen Anleihen anschaut, die haben sich relativ gut gehalten. Das heißt, der Markt geht davon aus, nächsten Sonntag bei der letzten Stichwahl wird er als Sieger hervorgehen und dann sollten die Probleme angegangen werden. Was muss der Neue mitbringen, um endgültig an die Hilfsgelder der Eurozone zu kommen? Ganz einfach, die Auflagen zum Teil der EU erfüllen, ein klares Programm auf den Tisch legen, wie er die Wirtschaft und vor allem den aufgeblähten Finanz- und Bankensektor in den Griff bekommen will. Und dann muss man natürlich schauen, wie man noch diese Lösung findet für diese russischen Gelder, die im Moment in Zypern gelagert sind. Ich denke, hier wurde auch im G20-Gipfeltreffen am Wochenende unter anderem darüber gesprochen, wie sich die EU und Russland über beide Parteien wohl einigen werden, um Zypern zu helfen, innerhalb der EU und die Regeln aufzustellen. Frank Benz von der Benz AG, Partner für Vermögen. Vielen Dank für das Gespräch.